ersten Teil bis jetzt gesehen. Ich bin relativ skeptisch, sage ich mal. Als Kulturminister bin ich natürlich auch verpflichtet, dementsprechend Klassenfahrt zu reviewen und dementsprechend zu schauen, ob tatsächlich der Informations- und Unterhaltungswert bei Krass Klassenfahrt ebenso groß ist wie bei anderen Formaten, meine Damen und Herren. Abend wirst du dich für mich darum kümmern, okay, dass Julien richtig, richtig betrunken wird. Das ist aber jetzt assi, Alter. Es wird verdammt hart. Ah. Wo gehst du? Frau Ostermann, die genauso alt ist wie ihre Mitschüler. Ehre auf ihren Nacken. Frau Ostermann, ich weiß nicht wie sie es geschafft haben, innerhalb von 2 Monaten Lehramt zu studieren, aber Prost Mahlzeit an der Stelle. Gönnen Sie sich doch erstmal hier schön den Rotwein rein. Okay, soll ich's machen? Ja. Okay. Der ultimative Test. Und... Oh nein, das muss kaputt gegangen sein. Oh nein, das gibt's doch nicht. Ist es ganz? Ist es komplett ganz geblieben? Ja, ja. Komplett. Ich hab's doch gesagt, von Rhino-Sheet. Wow. Die können nicht kaputt gehen. Weil man hätte das Placement sicherlich an der Stelle ein bisschen... unauffälliger, sag ich mal, einbringen können. Ach, mach dir mal darüber keine Sorgen, das ist ganz normal. Also ich wäre da schon ein bisschen vorsichtiger. Warum? Nein. Naja, ich lese ja viel und ich habe Statistiken gelesen, ganz viele. Und der häufigste, der größte Grund für Trennung sind Affären. Ach, aber doch nicht bei den beiden. Nee, auf keinen Fall. Keine Ahnung, aber Shane hat auch gesagt, sie hat ein Auge auf Stanley geworfen und irgendwie verunsichert mich das. Ach, papalapap, das sind... Ja, das sage ich ja auch oft zu meiner Freundin Romy, was geht, wunderschön. Ich sage ja auch oft, du Schatz, ich habe da hinten gerade auf die ein Auge geworfen, die würde ich gerne mal wegspachteln. Auch nur Mädchen, das ist nur eine Phase. Ich würde einfach mal nachfragen, da ist ja nichts dabei, einfach nachhaken. Einfach nachhaken. Ja, also der Kenneth, ne, der braucht sich da eigentlich gar nicht so viele Sorgen machen. So, Julie. Die Szene mit dem Typen, der im Hintergrund schaukelt. Absoluter Killer. Sie passt einfach gut zusammen. Aber sollte Julien wirklich mit irgendjemand anderem schreiben, das wäre schon ganz schön mies, ja. Ja, das stimmt. Mich macht's richtig aggressiv, dass Julien die ganze Zeit mit Jungs schreibt. Irgendwas verheimlicht sie mir. Wenn ich jetzt Twitch-Streamer XY wäre, würde ich sagen, brich doch deiner Freundin einfach die Hände. Aber ich bin da natürlich anders, denn wie gesagt, meine Freunde, ich bin der Kultusminister von Deutschland und ich habe da eine andere Meinung zu den Dingen, ne? Ich hab's dir schon gesagt, du kannst nicht bei mir übernachten. Warum das denn nicht? Ich kann davon von der Schule fliegen. Nee, muss ja keiner wissen. Ich wollte sie auch nur kurz warnen, dass die... Also das ist ja pädagogisch überhaupt nicht wertvoll. Ja, also man lässt doch wohl seine Mitschüler bei sich im Zimmer schlafen. Was ist denn, also was denn aus der Bildungspolitik geworden? Tut mir leid. Also das ist für mich nicht in Ordnung. Also Georg sollte... bei Frau Ostermann auf jeden Fall im Zimmer schlafen. Ganz klar, Alter. Auch wenn Georg seltsamerweise älter als Frau Ostermann ist. Man weiß es nicht, ne? Der anderen Schüler heute... er wird die Lehrerin buttern. einen Saufabend machen wollen und... Aber es klingt doch eigentlich gar nicht schlecht. Ja, also so ein bisschen was trinken. Ja, Frau Ostermann, klar, wie gesagt, pädagogisch absolut wertvoll. Mensch, die machen einen Saufabend. Ja, das klingt doch jetzt erstmal an sich, klingt das doch ganz nice, ne? Ich habe auch gehört, der Martin, der will Heroin mitbringen. Ich meine, wenn sich ja alle dann der Umwelt zuliebe eine Spritze teilen. Das passt doch. Passen Sie da, das ist schön. Passen Sie da bloß auf, weil ja. Nicht, dass Sie dann von der Schule fliegen wollen. Ja, ja. Ja, danke dir auf jeden Fall. Ich bin immer super müde. Ich werde jetzt gleich ins Bett gehen. Ja, ja. Ist ja auch schon Nachmittag, ne? Ich hoffe, du findest einen Schlafplatz. Ich drücke dir die Daumen ab. Für eine Lehrerin, Alter. Ja, da schlaft dort draußen auf der Couch. Absolute Favoritin ist Frau Ostermann, Leute. Frau Ostermann ist absolute Favoritin, wirklich. 9 von 10 Pädagogen würden Frau Ostermann buttern, definitiv. Bei mir kannst du wirklich nicht schlafen. Okay. Ja, was soll das denn jetzt? Also, das ist jetzt... Hi, Schatz. Entschuldigung, Alter, die Zwischensequenzen, die packen mich immer so, ey. Wieso holst dein eines Auge mehr als das andere? Digga, Jonas, was hast du gemacht, Alter? Hast du dir Salz in die Augen gestreut? Denk doch einfach was Trauriges. Denk doch einfach daran, dass Julien und du sich trennen, Alter. Alter.
Jonas, Kenneth, Jolene. Fuck, ey. Was soll ich denn machen? Wir sind seit 3 Monaten in einer Beziehung und jetzt reicht's langsam mal. Ja, man sagt doch immer, nach 3 Monaten in der Beziehung, da reicht's doch langsam mal. Man kennt das doch, oder? Mädels, was haltet ihr davon, heute richtig zu saufen? Du mal mit deinem Saufen. Ach, warum? Ist doch nichts dabei. Das macht doch voll Bock. Alkohol? Ja, immer. Du fängst immer mit der Scheiße an. Gar nicht wahr. Alkohol macht ja mega Spaß, Alter, seine eigenen Kotze aufzuwachen. Ey, gibt ja nichts Besseres, oder Leute? Also Saufen, nach Saufen kommt Heroin. Ja, und nach Heroin kommt wieder Saufen. Lifestyle, Alter. Nice. Ach, kommt schon, seid dabei. Nein. Bitte. Georg, hallo. Was Georg. Passiert? Was ist los? Georg. Cheyenne, Ach, komm schon, red doch. Haben meine Brille, was? Genommen. Ja, Cheyenne arbeitet als Optikerin, Georg. Das ist ihr Job. Sie wollte deine Brille richten, okay? Sei mal dankbar, Alter. Leute. Ich war aus Versehen. Sie haben deine Brille weggenommen. Hör auf, mich zu ärgern. Gibt, ey, Leute, ganz ehrlich, ich hab letztens so mad gelacht. Ich hab gesehen, wie ein Typ die Brille weggenommen hat. Ich hab so krank gelacht, ich hab mich komplett vollgepisst. Das. Ey. Nice, Alter, wirklich. Wirklich? Es tut mir richtig leid. Ach, Mann, das ist doch witzig. Fahrt euch doch nicht immer so an. Ach. Wenn er so gemein ist. Ja. Georg tut mir echt leid. Ich erinnere mich noch, als er sich mal um alle Pflanzen in unserem Schulgarten kümmern musste. Ja. Stanley wollte ihm einen Streich spielen und hat dann alle Pflanzen mit Deospray angesprüht. Das ist ja witzig. Und dann angezündet. Nein. Und Georgs Kopf hat einfach gebrannt. Und er hat Verbrennungen 2. Grades am Hinterkopf. Ey, Schule, Klassenfahrt, nice Pranks, wirklich. Ich verstehe nicht, warum die Leute so gemein zu Georg sind. Er hat's echt nicht verdient. Nee. Man kann sagen, was man will, aber es unterhält mich. Es unterhält mich tatsächlich, Alter. Ich hätte es nicht gedacht. Und ich will wirklich wissen, wie es weitergeht. Das ist das Krasse daran. Alter, die saufen ja wirklich. Kenneth, bist du so dumm? Kenneth, jeder weiß, dass die jetzt weggebuddert wird, Alter. Also Kenneth, wirklich, Mann. Doch, Kenneth, Alter. Du bist ja dumm, ey. Du bist ja Kenneth. Kenneth, was stimmt nicht mit dir? Du bist ziemlich blöd, Kenneth, Alter. Dass die beiden zusammen draußen sind, muss doch nicht heißen, dass die beiden auch zusammen sind. Wir haben bald in der Schule Projektwoche und vielleicht planen die einfach ein Projekt zusammen. Stimmt. Auf der Klassenfahrt planen ja die meisten Projekte. Unter anderem Projekt Nummer 1, wie kann ich dich am besten befruchten? Und Projekt Nummer 2, wie kriegen wir einen möglichst schnellen Schwangerschaftsabbruch hin? Das sind so 2 Projekte, die auf Klassenfahrten oft geplant werden. Kenneth? Du bist der Boss, Alter. Nee, Moment, der Boss ist immer noch Frau Ostermann. Ganz klar. Wo ist eigentlich Frau Ostermann, Alter? Wo ist sie? Clash Games, was geht? Aber vielleicht sollte ich auch mal mit rauskönnen und mit denen zusammen das Projekt machen. Wo ist denn Frau Ostermann, Alter? Kenneth! Kenneth, ich soll es dir eigentlich nicht sagen, aber vielleicht gehst du wirklich mal besser nachschauen, was die machen. Wer jetzt ist ohne das? Scheiß. Wer ist das? Projektwoche. Wer ist das? Ich hab den noch nie gesehen, den Typen. Hab ich doch gesagt. Die buttern, oder? Ja, die buttern, Alter. Kenneth, die buttern. Oh, nee, Kenneth. Oh, nein. Das Handy ist nicht kaputt. Dank Reno-Schild, meine Freunde. Reno-Schild. Das ist geil, weil das Handy ist nicht kaputt. Dank Reno-Schild ist das Handy noch ganz. Seht ihr? Dank Reno-Schild. Ach nein, jetzt bestimmt Georg und Frau Ostermann, Alter. Das. Ich würde Frau Ostermann wünschen, ja? Sie hat's verdient. Oh nee, Alter. Ach nein, und er hat sogar noch seine Hose an. Nein, Leute, guck mal. Er hat sogar noch seine Hose an, Leute. Seht ihr das? Der hat seine Hose an und liegt mit der im Bett und stöhnt. Kenneth? Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Kenneth, da musst du... Das geht nicht, Alter. FBI, open up. Kenneth, so nicht. Nicht mit deiner Frau im Bett mit Hose an. So nicht, Kenneth, Alter. Da würde ich auch ausrasten. Ich würde zu Frau Ostermann gehen und das sagen, Alter.
Junge, Junge. Ah, Caresto, er hat ihn durch den Reißverschluss gesteckt, den Pömpel. Ja klar, Digga, den Maiskolben durch den Reißverschluss buddern. Wer kennt den nicht, Alter? Oh nein, oh nein. Genau. Leute, sie, fuck man. Also okay, Leute, ich muss... Ich, eigentlich wollte ich jetzt Fortnite spielen, aber... Das geht eigentlich nicht als Leben. Ich bin noch Jungfrau. Nein, oh Gott. Oh nein, nicht schon wieder das Handy, Alter. Es fällt die ganze Zeit hin. Dank Rhino-Schild passiert da ja nichts. Das wird das Kondom sein für Anastasia. Du filmst das. Kennt alle Folgen. Leute, ganz kurz. Können wir bitte weitergucken? Können wir bitte weitergucken, meine Freunde? Ich möchte weitergucken. Gibt's noch eine Folge? Da ist sie! Da ist sie! Warte. Ist es hier? Prank? Nee, warte mal. Wo ist denn die zweite? Wo finde ich denn die dritte Folge? Wo finde ich denn die dritte Folge, Leute? Wo finde ich die dritte Folge? Ich muss die dritte Folge... Sagt ihr doch bestimmt. ...sehen wählen. Und vor allem, wer die nächsten Folgen nicht verpassen möchte, sollte jetzt unbedingt unten vorbeischauen. Wir wollen... Nee, Leute. Sagt mir nicht... Ist sie das hier? Nee. Leute, ist die... Ist die noch nicht da? Wo ist die... Oh Gott, Alter. Wo ist denn jetzt die... Ich brauche die neue Folge, Alter. Es gibt noch keine... Es gibt noch keine Folge, Leute, von Klass Krassenfahrt. Ja, nee. Och Gott, Alter. Oh nee. Oh nee, Alter. Oh nee. Oh nee, Leute. Och, fuck. Morgen um 4 Uhr? Ja, wie soll ich denn so lange aushalten? Ich will wissen, was Frau Ostermann macht, Alter. Frau Ostermann. Oh Mann, ey, nee, Alter. Klassenfahrt, Alter. Klassenfahrt, ey. Klassenfahrt. 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 Oh Mann.